Wirklich mit deinem Humor kennst du wirklich bei einer Matinee in einem Krematorium auftreten. Ja. Das war wenn du komplette Sachen, wenn du durch ein Buch Milliardär werden willst, dann muss ich an Fachleute werden, die wissen, was sie reden. Und zum Beispiel den Kommissar Cebes da. Ja, den wollte ich schon konvertieren. Konsul. Der ist auch Konsul. Nein, du konsultieren. Ich wollte ihn ja konsultieren. Na, aber ich stehe vor seiner Tür, mach auf, ist zu, ich läute an, ist keine Glocke dran, bin ich gar nicht zu mir reingegangen. Das ist für mich was du für Sachen sein, bin ich gar nicht reingegangen, das war immer ein großer Fehler von dir. Der Mann ist ein Fachmann, eine Kapazität in Finanzdingen. Er vertritt ja die Vereinigten Betonwerke AG. AG, Aktiengesellschaft, nicht Beton. Ja, sehr wichtig, dass man weiß, wie man die Sachen betont. Das ist sehr wichtig. Was dass man so Wörter betont, ist sehr wichtig. Blödsinn. Ihr redet von der Masse. Na ja, Masse-Leute betonen die Sachen falsch. Egal. Das ist gar nicht egal. Es ist nicht egal. Du fasst mich immer an vor die Leute. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal, ob man zum Beispiel sagt, im Parlament gab es die üblichen hitzigen Debatten, oder man sagt, es gab die üblichen hitzigen Debatten. Das ist nicht verstehst du? Im Parlament gibt es keine Debatten. Warst du schon dort? Nein. Ja, dann red nicht. Und außerdem gibt es viele Wörter, die trotz verschiedener Betonung doch ihre Bedeutung, die allerdings bekannt ist, beibehalten. Du redest klug aus deinem Munde, oh du mein Kater. Ja, klug aus dem Munde. Also entschuldige mich, da gibt es Worte zum Beispiel, nimm diesen antiken Sänger. Also, Waldinger. Was Qualtinger? Dicker Sänger. Nicht antiken! Antiken Sänger, ich rede von antik aus dem klassischen Altertum. Antik nimmt den Orpheus, nicht also. Wir sagen Orpheus. In München, wo ich jetzt war, sagen sie Orpheus und nicht Orpheus. Ja, in München sagen sie auch Saupreus und nicht Saupreus. Beim Betonen ist es so. Beim Betonen ist es so, dass man ja manchmal Worte falsch betont, weil man nicht genau weiß, was sie bedeuten. Das ist nämlich der Hammer. Wer weiß nicht, was die bedeuten, was du zusammenredest? Ich weiß, was jedes Wort bedeutet. Du tust dich immer auf den Gescheiten, der Herr Professor war es alles. Ja, ich weiß, was jedes Wort bedeutet. Was ist zum Beispiel eine Salonalbumserie? Eine was? Eine was? Ja. Obergescheit. Eine Salonalbumserie. Was ist Salonalbumserie? Da steht wieder das eine neue. Da steht sich in der Zeitung stehen, unter Annoncen. Da steht wieder eine neue Salonalbumserie. Wieder eine neue Salonalbumserie? Ja, Serien Verlag hat wieder eine Serie von neuen Salonalben herausgegeben. Wenn du das in ein Wort siehst, ist natürlich unverständlich. Das ist eine Ausnahme. Ja, und was ist mit diesen berühmten Pferden? Was für Pferd? Ah, du meinst die Lipizzaner, die Schimmel aus Lipizza. Nein, ich meine die Rappen aus Blumenthal. Wo ist Blumenthal? Ich weiß nicht, wo Blumenthal ist. Du wirst mir wieder einreden, ich sag was falsch. Steht auch in einer Annonce. Was? Schwarze Blumenthal-Pferde gesucht. Blumenthal-Pferde!